Der Verfassungsschutz beobachtet den Flügel der AfD und Videoanruf bei der Oma. Joscha Weidenfeld erklärt, warum es in diesen Tagen so wichtig ist, zu Hause zu bleiben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen 0511-Sendung, nicht aus unserem Studio bei H1, sondern aus meinem WG-Zimmer. Wir starten mit einer Nachricht, die in der letzten Woche so ein bisschen untergegangen ist, aber eigentlich einen großen Nachrichtenwert hat. Der Verfassungsschutz beobachtet den Flügel der AfD. Einer der führenden Köpfe dieses Flügels ist Björn Höcke. Der darf schon seit ein paar Monaten Faschist genannt werden offiziell. Das wurde richterlich bestätigt. Jetzt beobachtet auch der Verfassungsschutz den Flügel der AfD. Boris Pistorius, der Innenminister von Niedersachsen, begrüßt diesen Schritt und wir haben nachgefragt, warum. Innenminister Boris Pistorius reagiert auf die angekündigte Beobachtung des sogenannten Flügels der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Was ja eine qualitative, deutliche Veränderung ist, weil es nämlich bedeutet, dass der Flügel und seine Mitglieder und alle, die mit ihm zu tun haben, danach mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden können. Das ist ein relativ bedeutender Schritt, einen, den ich auch ausdrücklich für richtig halte, nach allem, was ich weiß, nachdem ich mich über Monate mit den Äußerungen aus diesem Kreis beschäftige. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz wird jetzt oder dürfte jetzt zeitgleich im AFAF sitzen und vortragen dazu. Und er wird mitteilen, dass er mir vorschlagen wird, analog dazu auch im Land zu verfahren. Und ich habe große Sympathie für diesen Vorschlag. Nach meinem Kenntnisstand gibt es den Flügel als organisierter Teil der AfD in Niedersachsen nicht. Aber es gibt etliche AfD-Mitglieder in Niedersachsen, die mit dem Flügel offen sympathisieren und an Veranstaltungen des Flügels anderswo regelmäßig teilnehmen. Pistorius zeigt auf, wie die Einschätzung des Verfassungsschutzes begründet wird. Es geht weniger darum, was vermutet wird, als darüber, was sich ableiten lässt aus schon öffentlichen Äußerungen des Flügels. Also welches Gedankengut dort vorherrscht, wer was propagiert, wer sich wo, wie verbal deutlich gegen die Regeln der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stellt und so weiter. Und daraus leitet sich ab, dass man davon ausgehen kann und muss, dass diese Organisation verfassungsfeindlich ist. Und um das zu überprüfen, bedarf es dann eben weitergehender Methoden als der öffentlichen Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen. Auch Pistorius will eine Beobachtung der AfD in Niedersachsen prüfen. Wann konkrete Maßnahmen folgen, bleibt zunächst offen. Einstellung von mehreren Wissenschaftlern und IT. Die Krise rund um das Coronavirus hält auch uns JournalistInnen in Atem. Es ist gar nicht so einfach, da hinterherzukommen, was die Meldungen angeht. Martin Schlüter hat für Sie eine Presseschau vorbereitet. Ja, in diesen Tagen ist es auch so, dass die Presse natürlich ein alles bestimmendes Thema hat. Das Coronavirus geht auch durch die Medien. Und blicken wir einmal in einer kleinen Presseschau auf zum Beispiel den NDR. Der schreibt in einem Live-Ticker: Der Bevölkerungsschutz in der Corona-Krise steht natürlich im Vordergrund. Und wenn wir auf unser Nachbarland Schleswig-Holstein blicken, dann sehen wir, dass es für heute für Touristen gesperrt ist. Mecklenburg-Vorpommern schließt zum Beispiel viele Geschäfte bis morgen, müssen dort auch Urlauber das Land verlassen. Und in Norddeutschland gibt es insgesamt momentan 1.197 bestätigte Corona-Erkrankungen. 563 momentan in Niedersachsen. Das ist aber Stand heute Mittwoch um 12 Uhr. Ja, wenn wir weiterschauen in den Medien, die Kreiszeitung im Großraum Bremen schreibt von einer Corona-Krise in Niedersachsen, titelt damit und schreibt, das ist eine Katastrophe für Handel, Hotels und natürlich auch die Gastwirte. Wir blicken nochmal auf den NDR, der eben auch sieht, wie Niedersachsen mit der Corona-Krise umgeht. Da geht es dann natürlich um die Besuchsverbote laut Erlass der Landesregierung in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. Wenn wir nach Hannover schauen, wir sehen, in der Region Hannover sind der Zoo und das Wiesentgehege in Hannover und in Springe geschlossen. Der Malteser Kältebus für Obdachlose allerdings, der arbeitet weiter und versorgt obdachlose Menschen mit warmer Suppe und mit dem Nötigsten. Viele Tafeln allerdings in Niedersachsen werden auch aufgrund der Corona-Krise schließen müssen.
Das Newsportal News38 im Internet befasst sich mit sogenannten Corona-Partys. Das ist dann die Schattenseite dieser ganzen Situation. Jugendliche haben sich in Braunschweig im Park getroffen. Da musste dann die Polizei einschreiten und diese Veranstaltung auflösen. Naja, das ist dann auch nicht besonders schlau, aber gut. In das Portal Sehende News aus der Region Hannover, aus Sehende, schreibt, dass das Rathaus ab sofort geschlossen ist. Das betrifft nicht nur Sehende, sondern auch verschiedene andere Kommunen. Wir blicken aber einmal nach Sehende. Dort sind nur noch Kontaktaufnahmen per vorheriger Terminvereinbarung möglich. Dann ist es so, dass in Sehende auch viele Veranstaltungen ausfallen, auch stellvertretend für viele andere Kommunen in der Region. Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung meldet, dass VW auch Probleme bekommen wird mit Werksschließungen. VW schließt Werke in ganz Niedersachsen, darunter betroffen auch das Werk in Wolfsburg. Das wird natürlich auch viele Menschen betreffen. Ja, blicken wir auf diese gesamte Situation, dann bleibt festzuhalten, dass es eine schwierige Situation ist und Sie sehen auch, wir müssen uns auch einschränken und senden teilweise von zu Hause. Aber es ist trotzdem so, dass diese Situation auch schöne Momente hat, nämlich im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Man erlebt viele Situationen, wo sich Menschen gegenseitig helfen, den gebührenden Abstand in so einer Situation natürlich wahrend. Aber trotz alledem halten die Menschen zusammen und das ist eine schöne Momentaufnahme. Und das wird auch wenn ich es gerade aus der Presse nicht zitiert habe, auch in den Medien deutlich. Die Cafés und Bars sind leer, ins Kino und ins Theater darf man auch nicht mehr. Beste Zeit, um die Oma anzurufen. Mein Kollege Joscha Weidenfeld hat genau das gemacht und hat mit seiner Oma über ihre Autoimmunkrankheit geredet und darüber, warum es so wichtig ist, dass jetzt alle zu Hause bleiben. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier aus meinem Wohnzimmer heute mal. Sie wissen es, aus bekannten Gründen müssen wir unseren Sendebetrieb so ein bisschen umstellen. Aber ist auch mal schön, hier etwas rauszumachen, statt immer nur aus dem 0511-Studio, meine Meinung. Ja, erstmal muss ich ein großes Lob aussprechen an alle Leute, die wirklich die Richtlinien und Regularien der Landesregierung und der Bundesregierung einhalten und wirklich nur in Notsituationen das Haus verlassen. Ich habe einen kleinen Hund, das heißt, ab und an muss ich vor die Tür, war ich auch heute, ist ja auch ganz schönes Wetter, ist ja wirklich nett draußen, aber mir ist aufgefallen, dass wirklich viele Leute nicht draußen sind. Und das ist richtig und vor allem wichtig. Wichtig für die 20%, laut Robert-Koch-Institut sind 20% unserer Gesellschaft Teil der sogenannten Risikogruppe. Das heißt, ein Krankheitsverlauf des Coronavirus könnte deutlich fataler ausfallen als bei den anderen 80%. Und wir haben eine Verantwortung dieser Personengruppe gegenüber. Und dazu gehört es wirklich, dass man zu Hause bleibt, so viel es geht und mit möglichst wenig Leuten in Kontakt kommt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich war draußen, ich habe es gesehen, wie zum Beispiel die Kinderspielplätze, die sind abgesperrt und da ist niemand drauf, die Leute halten sich dran und das ist toll. Also es ist wirklich gut, dass wir diese Richtlinie einhalten für diese 20%. Einer dieser 20% ist meine Großmutter Hilde Weidenfeld. Sie ist über 70 Jahre alt und hat noch dazu eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, ihr Immunsystem ist deutlich schwächer als von den meisten anderen Leuten. Ich werde sie jetzt mal anrufen über ein Videogespräch und sie fragen, welche Maßnahmen sie ergreift, damit sie nicht vom Virus infiziert wird. Ja, hallo liebe Oma, schön, dass wir uns auf diesem Wege auch mal sehen. Sag mal, das öffentliche Leben wird ja nach und nach heruntergefahren. Hast du sowas Vergleichbares schon mal erlebt? Hallo lieber Joscha, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nein, sowas habe ich noch nie erlebt und ich bin ja jetzt schon uralt. Uralt, ach, sag das nicht. Ja, aber laut dem Robert-Koch-Institut sind etwa 20% der Menschen in unserer Gesellschaft in der sogenannten Risikogruppe. Das bedeutet, dass ein Krankheitsverlauf deutlich fataler enden könnte als bei dem Rest der Gesellschaft, sage ich mal, vor allem Ältere und Leute mit Vorerkrankungen. Also Vorerkrankungen spielen da eine große Rolle. Du hast so eine Vorerkrankung, eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Könntest du einmal erklären, wie die sich bei dir bemerkbar macht? Ich habe dieses sogenannte Sjögren-Syndrom
Und dieses Syndrom bewirkt, dass alle Drüsen absterben. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Speichel und überhaupt keine Tränen und mittlerweile auch eine Lungenfibrose. Also das ist eine ganz tückische Autoimmunerkrankung und noch wenig erforscht. Ja, du sagtest es gerade, eine Lungenfibrose, das heißt noch mal anfälliger für den Coronavirus. Ja. Welche Maßnahmen ergreifst du denn, dass du dich nicht mit dem Virus infizierst? Ich bleibe zu Hause. Du bleibst zu Hause und was machst du da den ganzen Tag? Wir frühstücken lange, wir erzählen viel, du weißt, der Opa ist ja auch immer über alles informiert und wir haben immer viel zu erzählen. Ja, und das große Haus, ich mache ja alles alleine, alles ein bisschen langsamer. Also ich habe alles, aber keine Langeweile. Ja, und im Moment ist ja auch ganz gutes Wetter, was man ja vielleicht nutzen könnte. Hättest du denn irgendwie ein paar Tipps vielleicht, die du Leuten auf den Weg mitgeben könntest, die denken, die Decke fällt ihnen sprichwörtlich auf den Kopf? Also zuerst mal positiv denken. Es gibt ein Leben nach dem Virus. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Und jetzt heißt es zu Hause bleiben. Punkt, aus, Feierabend. Es gibt Lieferservice, man hat Enkel, die gerne einkaufen. Das ist jetzt eine absolute Situation und da muss man sich auch absolut verhalten. So was diskutiere ich dann auch nicht lange. Ne? Was mut, das mut. Und wie die Kölner immer sagen, ist noch immer gut gegangen. Ja. Ja, aber du brauchst Disziplin. Liebe Oma, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen. Und wir telefonieren die Tage. Jede und jeder in unserer Gesellschaft hat eine Verantwortung gegenüber den Älteren und Schwächeren. Bitte, bitte nehmen Sie Rücksicht, halten Sie sich an die Empfehlungen und Beschränkungen der Regierung und bleiben Sie gesund. Ich hoffe, dass wir Sie bald wieder in gewohnter Qualität mit unseren Beiträgen versorgen können. Bis dahin, ich sag's nochmal, bleiben Sie gesund. Bis dann, wir sehen uns. Veranstaltungstipps sind in diesen Tagen, sind wir mal ganz ehrlich, nicht so wirklich in Mode. Ich habe trotzdem was für Sie. Meine Kollegin Renate Scheiblich hat bereits letzte Woche ein Gespräch geführt mit dem Juristen Oliver Franke Weltmann von Haus- und Grundeigentum Hannover. Der beschäftigt sich mit Sturmschäden und das Sturmtief Sabine ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also falls Sie einen Sturmschaden zu Hause haben und nicht wissen, wer dafür aufkommt, Oliver Franke Weltmann wird es Ihnen erklären. Ja, und das war's auch schon wieder mit 0511 für heute. Wir senden die nächsten Tage entweder die Coronavirus-Sondersendung oder versuchen, so wie wir es jetzt heute gemacht haben, etwas auf die Beine zu stellen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie vor allem zu Hause und dann sehen wir uns schon bald wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.